auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich... So, da sind wir wieder zurück bei Teil Nummer 2 zu Let's Play Skyrim auf der PlayStation 3, Teil Nummer 2. Gut, geköpft wurden wir schon mal nicht, das ist ja schon mal sehr gut. Und jetzt müssen wir erstmal reden. So, finde ein Ausrüstungsdingsbums. So, also ich glaube, die Fesseln sind jetzt endlich mal weg. Und jetzt haben wir sogar die Drittpersonenperspektive. Super schön. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir in der Kiste finden. Ruhe des Wächters. Ach, leichte Rüstung. Kann man immer gebrauchen. Objekte, Waffen. Oh, das Eisenschwert, das nehmen wir auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was wir da noch haben. Bekleidung. Kaiserliche leichte Rüstung. Leichte Rüstung ist immer ein guter Vorteil. Man kann sich leicht bewegen. Und ja, ist cool. Aha. Man muss immer gucken bei Ding. Bei Skyrim. Ja, ich hab doch schon gedrückt, Mann. Das chill dich doch. Lalalalalalalala. Komm, öffne dich. Dragonborn! Dover King! Für die Freiheit von Himmelsrand! Da da da, da da da. Ein Hoch auf den Drachen. Okay. Die sind tot. Die durchsuchen wir jetzt gleich mal. Muss man immer machen bei Skyrim. Weil die haben immer manchmal gute Sachen, aber hier. Oh, ein Schild. Ach, ich will jetzt nicht die Weltkarte. Das Pelzschild, das sieht doch mal gut aus. Objekt, Bekleidung, Pelzschild. Da ist es ja. Das gute alte Pelzschild. Ah ja, das ist wirklich gut. So. Lalala. Kann man die Fackel eigentlich nehmen? Oh ne, geht leider nicht. Oh, scheiße. Da waren gerade ganz viele Feinde. Und wie durch einen Zufall ist da eine Holztür. Oh, scheiße. Ach, zum Glück habe ich das Pelzschild dabei. Das schützt mich. Yeah! Come on, Digga. Oh, scheiße. Ich habe ganz wenig Lebensenergie nur noch. Ah, das darf nicht sein. Es gibt hier keine Niederlage. Oh, du Scheiße. Ich muss mal meinen Laptop hier ans Ladekabel machen. So, jetzt. Da stand gerade auf meinem Laptop eine Nachricht. Sie haben nur noch 10% Akkuleistung. Was ist das denn? Ich brauche keine Zaubertränke. Ich bin, ganz ehrlich, wenn ich Skyrim spiele auf dem PC, dann mache ich das überhaupt nicht. Zum Beispiel Ding, Zaubertränke. Ist für mich ein letzter Husten. Wenn ich eine schwere Rüstung habe oder eine gute Rüstung, dann brauche ich auch keinen Zaubertrank. So, guck mal, dieser Folterer. Böser Mensch, ey. Was folterst du die Leute hier? Burn, motherfucker, burn. Oh, scheiße. Warte mal, ein Folterknecht? Ist jetzt ein Folterknecht ein Feind? Ich weiß es nicht. Egal. Lieber mal töten. Sicher ist sicher. What the fuck? Der Folterer lebt ja noch. Du Schwein, du folterst hier die ganzen Leute, die nichts dafür können. Stirb dafür. Dragonborn für Windhelm. So. Oh Mann, USB-Kabel soll ich mal anschließen. Zack, in die Eier rein und gute Nacht. Knacke das Käfigschloss. Och Mann, muss ich denn jetzt das Käfigschloss wirklich schnacken? Da ist doch eh nichts Wichtiges drin. Ja, ja, kein Problem. Zack. Käfigschloss ist offen. Ein bisschen Gold hier. 25. Passt schon. Ach Mann, was wollen die denn? Dass ich alles aufnehme? Gucken wir mal, was da drin ist. Zack. Jo, ein paar Knochen. Mehr aber auch nicht. So, ich glaube, mein Bruder da vorne, der läuft schon. Habe ich denn auch so eine Rüstung? Tatsächlich. Ich habe die gleiche Rüstung wie der Typ da. Lauf, 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 lauf.
So. Jetzt müssen wir eigentlich gleich draußen sein. Können wir das auch mal ein bisschen beschleunigen hier? So. Ich weiß jetzt, dass gleich ein paar Frostspinnen kommen werden. Richtig üble Gestalten, sag ich euch. Aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal hier die ganzen Feinde ausschalten. Einhändig verbessert auf 19. Da, 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 da. Ja, so macht man das. Schön wegfetzen, die Leute. Yeah, come on. Wunderbar, da hat schon jemand einen Langbogen. Für mich ist der Bogen die absolut geilste Waffe im Spiel. Es gibt nichts Geileres, als durch den Wald zu laufen und die Tiere zu jagen, das Leder zu benutzen. Richtig realistisch gemacht, muss ich sagen. So. Die kämpfen wirklich widerstandsfähig. So, jetzt muss ich wieder zur Ego-Perspektive. Ist das Spiel nicht geil, Leute? Kriegt man da keinen Orgasmus? Also, ich weiß auch nicht. Wer da keinen Orgasmus bekommt, der hat doch keinen Schwanz mehr. Gut, Hebel mal benutzen. Puff, tack, boom, tick, boom. Wo sind wir denn jetzt? Oh ja! Jetzt kommen bald die Frostspinnen. Übelste Gestalten. Solche Gestalten habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Nein, ich will die Vollversion nicht runterladen. Ich sag euch, es wird spannend. Werden wir den Ausgang finden? Werden wir die Frostspinnen besiegen? Das erfahrt ihr im Teil Nummer 3. Haut bis dahin rein. Euer Du Gamescom auf der PlayStation 3.